Hallöchen und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch Dragon Mania Legends vorstellen. Also klar, ist schon eine relativ alte App, aber ich habe natürlich öfter mal gelesen, ja, kannst du das mal zocken? Ich habe mir gedacht, ja, zocke ich einfach mal an, ich check's einfach mal ab und gucke, berühre das Einfordern-Symbol um deine erste tägliche Belohnung für deinen Besuch. Okay, einfordern, zack, 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 okay, komm morgen wieder, alles klar, wissen wir Bescheid, melde dich an, ja, wollen wir uns jetzt verbinden? Nee, wollen wir erstmal nicht, da gibt's natürlich erstmal eine Prämie, Milch mit Fest und Drachentrainer. Zurückertrennen, deine Mühlen sollen exklusiven Drachen belohnt werden. Sie werden nicht ohne den Erlaubnis veröffentlichen. Okay, wissen wir erstmal Bescheid, können wir später machen. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los. Was ist hier? Was ist da? So, Fortschritt. Einfordern, sammeln, deine Gönner. Das fordern wir natürlich auch erstmal ein. Das ist natürlich auch erstmal Fakt. So, okay, was haben wir hier? Du hast folgendes aktiviert: Level 5. Portal aufgefüllt, einfordern. Nein, wollen wir nicht. So, was machen wir dann? Was machen wir dann? Was können wir hier machen? Den können wir auf jeden Fall aufleveln. Für 4000, das könnten wir uns auf jeden Fall leisten, ins nächste Level den zu befördern. Aber ich weiß nicht, ob der richtige ist. Der Windhabitat, was haben wir hier? Ein Feuerhabitat, was können wir hier? Haben wir vielleicht noch ein paar andere? Ja, mal, okay, füttern. Kosten 10. Aha, so ist das gemacht. Alles klar, wissen wir Bescheid. Wir können den gleich nochmal weiterfüttern, wenn wir wollten. Aber das wollen wir auch erstmal nicht. Ich schließe das erstmal wieder. So, dann haben wir den auf Level 5. Den könnten wir natürlich auch erstmal nochmal füttern. Würde ich sagen, machen wir auch erstmal. Vorbei hier schmissen. Hat er trotzdem gefressen, jo. Alles klar, der Fortschritt ist trotzdem da. Dann würde ich sagen, können wir hier auch erstmal wieder nochmal zurückgehen. Ihn hier nochmal auf einfordern. Und können jetzt natürlich gucken, sehen wir irgendwo einen Sofia haben. Hier sehen wir sie. Das haben wir hier aufräumen. Wenn wir uns etwas Zeit nehmen, um diese Insel aufzuräumen, haben wir mehr Platz für Gebäude. Okay, entferne 3 Hindernisse von dieser Insel. Müssen wir erstmal gucken, hier haben wir ein Hindernis. Haben wir noch irgendwo eins? Da. Ist das auch ein Hindernis? 4000 Klamotten? Alter Schalter, das ist ja richtig teuer. Junge, 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 Junge. Haben wir hier nicht noch irgendwie was anderes? Was vielleicht nicht ganz so teuer ist? Ey, ich will da meine Kohle jetzt nicht dafür auf den Kopf kloppen. 16.000. Naja, nehmen wir die weiße Blume für 500. Ich meine, das ist schon ganz schön heftig, eine Blume. Alter Schalter. Naja, gut, okay, so ist es eben im Game. Also von daher haben wir das dann aber erstmal erledigt. Die nächste Aufgabe ist so gut wie vollbracht. Was haben wir hier? Wir brauchen mehr Drachen, um die Wikinger zu besiegen. Kaufe ein Erdhabitat. Platziere ein Erdhabitat. Okay, den kaufen wir erstmal. Müssen wir halt nur gucken, wo wir den platzieren. Ich weiß ja nicht, was kostet denn, wenn wir so einen Baum wegmachen wollen. Was müssen wir denn da bezahlen? 4000 ist genauso teuer. Trotzdem, das eigentlich sinnvoll wäre, hier ein bisschen frei zu räumen. Also wie gesagt, nein, das wollte ich nicht machen. Aber naja, jetzt ist der Felsen doch weg. Ich wollte eigentlich andere Dinge anklicken. Aber ist egal, so ist es eben. Scheiß drauf, haben wir jetzt ein bisschen Pech. Die 4000 haben wir sowieso gleich wieder zusammen. Was ist denn hier los? Ey, so was hasse ich, ja, wie die Pest. So, dann haben wir das auch eingesammelt. Können dann hier gleich nochmal rufgehen. Was haben wir hier noch? Kämpfe dir einen Weg frei, um eins drauf an der Knochenring zu retten. Okay, gewinne die Schlacht. Ich weiß nicht, ob wir das packen, also das wird natürlich nicht so leicht. Ich würde sagen, dann müssten wir uns noch ein bisschen pimpen. Ich denke mal, das wäre sinnvoller, wenn wir das machen würden. Der ist auf 4, ich würde sagen, den werden wir noch ein bisschen füttern. Sehr schön.
Okay, mehr können wir uns eh nicht leisten. Na gut, den könnten wir vielleicht gleich nochmal ins nächste Level befördern. So, dann haben wir den im nächsten Level auch gleich am Start. Von daher denke ich, haben wir hier alles richtig gemacht. Können jetzt so, ja, erstmal in den Kampf. Was haben wir hier? Daten werden. Wen holen wir uns? Erd. Jetzt können wir uns den Erdtypen holen. Das machen wir auch gleich mal. So, das dauert jetzt nicht allzu lange. Ah, das ist die Bruthöhle. Die können wir uns dann nur später irgendwo anders hin platzieren. Aber wie gesagt, das haben wir dann erstmal erledigt. Dann können wir uns natürlich erstmal hier die nächste Aufgabe ansehen. Dann haben wir hier, je mehr drauf, das heißt, bauen wir eine weitere Farm auf der Insel. Okay, eine Farm brauchen wir. So, einfordern, Drachen brauchen mit mir, wenn das geschieht, lass es uns wissen. So ätzend mit diesem Videozeug, ey. Sagt mal eben mal ja, ich renne so gleich los. Nein, Mann, Mann. So, dann haben wir hier den nächsten. Alter, wie geil sieht das denn aus? Und was kommt hier? Da haben wir einen richtig geil. Ich würde sagen, den werden wir erstmal platzieren. Wo klatschen wir den hin? Das ist natürlich die nächste Frage. Nee, ist er nicht. Da hauen wir ihn hin. So, dann fordern wir das natürlich ein. Sammeln hier unsere EPs ein, ey. Ey. So, dann haben wir das auch erledigt. Also das geht mir natürlich schon richtig auf der Kette, die Werbe. Diese Werbezeug, Drachenakademie, baue den Drachenakademie auf, um Konferenz zu aktivieren. Okay, was müssen wir hier machen? So, dann würde ich sagen, werden wir hier erstmal angreifen. Probieren das erstmal aus, gucken, was so geht, was wir hier am Ende auf die Reihe kriegen. Endlich treffen wir uns doch, Mädchen. Ich bin Olaf, der Überreiche. Okay, okay, okay. So, dann geht's so gleich mal los. Was machen wir? Wen greifen wir an? Das ist natürlich die Frage. Was ist denn da? Krasse Sache. Das ist natürlich geil gemacht. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Hier sieht man, was das wem abzieht. Das ist natürlich auch cool. Oh, der hat natürlich gesessen. Gehen wir auf den hier. Alter, perfekter Angriff. Der hat natürlich auch richtig geil reingerumpelt. Also, wie sieht's aus? Was sagt ihr? Kann man auch, wenn man die Attacke nimmt, nochmal eine andere nehmen? Ja, das ist natürlich auch geil gemacht. Würde ich sagen, hauen wir den erstmal weg. Jo, perfekt. So sieht's aus. Den kloppen wir natürlich erstmal weg. Und dann haben wir natürlich nur noch zwei gegnerische Drachen. Hier am Start. Gucken, ob wir packen. Aber ich denke, eigentlich haben wir hier eine relativ gute Chance. Der ist auch weg vom Fenster und dann haben wir natürlich nur einen gegnerischen hier am Start. Können den jetzt natürlich ganz entspannt auseinanderruppen. So sieht's aus, den Sieg haben wir am Start. Besser hätte es nicht laufen können. Entsetzlich, mein Bruder hat mich von diesem Traum gegeben, waren, da man sie jetzt vor allem über einen Schütten gegenüber. Nächstes Mal werde ich vorbereitet sein. Ja, ja, ja. Ich habe einen Namen, falls du es schon bemerkt hast. Zumindest sind wir einen Schritt weiter im Wikinger-Territorium. Und einen Schritt näher daran, okay, Dr. Hacker zu finden. Wenigstens sollt
Zollt ihr mir Respekt? Okay, darauf kommt es natürlich an. So, den Sieg haben wir am Start und haben wir hier 3 Sterne. Haben wir auch. Das ist natürlich monstermäßig geil. Also wie gesagt, ich bin zufrieden. Wir sammeln hier erstmal das ein, gehen natürlich erstmal auf weiter, können natürlich erstmal hier den nächsten Fight checken. Ich würde sagen, das machen wir auch erstmal. Was haben wir hier? Oh, da ist ein Salamander dabei. So, dann gehen wir gleich nochmal in eine Schlacht. Lass mich jetzt mal versuchen, dich zu überzeugen. Es gibt keine Drachenkohle. Gib mir jetzt meinen Lehrer zurück. Okay, denn habe ich nur. Alles klar, wissen wir Bescheid. So, legen wir los. Wie schlagen wir hier am besten? Erstmal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den. Dann nehmen wir auf den hier. So, der war auch gut. Ein normaler Angriff nur? Was ist denn da los? War eigentlich auch nicht so schlecht, oder? So, der hat gesessen. Den haben wir erstmal weggekloppt. Das ist natürlich erstmal vorteilhaft für uns, für unser Team. Von daher greifen wir hier gleich nochmal an. Machen hier nochmal das Gleiche und hauen den hoffentlich am Ende auch gleich weg. Ich weiß es nicht. Erstmal können wir hier nochmal. Sehr schön. Ey, was? Greifen wir den erstmal an, hauen den erstmal weg und dann haben wir natürlich nur noch einen gegnerischen hier am Start. Aber ich denke, den kloppen wir natürlich auch schnellstmöglich weg. Viele Lebenspunkte hat er nicht mehr. Von daher, alle super, alle schick. Also ich glaube, wir überleben mit allen und holen uns damit natürlich den nächsten Sieg. So sieht's aus, so muss es sein. Das ist verrückt, ich verschone dich. Und was bekomme ich dafür, wenn du mich weiter besiegst, kann ich meinem Bruder nie beweisen, dass ich mehr als nur ein Meister der Wohlgerüche bin. Okay, na dann würde ich aufpassen, wir sind dabei, den großen, furchterregenden Wasserspeier, den du gebaut hast, zu stürmen. Dr. Hockweg muss darin. Da drin sein, ah, okay, Dr. Hockweg. Nebelgrund haben wir auch erledigt, das ist natürlich hochgeil, können auf jeden Fall gleich nochmal in den Angriff gehen. Ich würde sagen, das werden wir auch gleich mal tun, gucken da natürlich nach, ob wir das eventuell hochpacken. So, legen wir los, wen greifen wir als erstes an? Sozusagen wählen wir als erstes auf den da oben. Oh, das war knapp. Ich habe ja nicht mehr dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Mann. War eine krasse Sache gerade. Dann greifen wir den auf jeden Fall an. So, der ist schon mal weg vom Fenster. Das ist natürlich wichtig. Dann hauen wir den gleich nochmal hin aufs Dach. Dann kriegt der nochmal hin. So sieht's aus. Und dann können wir jetzt ganz entspannt. Was? Der hat verfehlt? Das hatte ich ja noch ja nicht. Ich würde sagen, gehen wir erstmal auf den hier. Nein, den zeigt voll ver. Aber ist egal, trotzdem haben wir einen starken Angriff ausgeübt. Von daher ist alles soweit im grünen Bereich. Wollen wir den jetzt angreifen oder wollen wir den angreifen? Ich würde sagen, wir gehen auf den hier. So, und dann würde ich sagen, so Schicht im Schacht. So sieht's aus. Den Sieg haben wir hier am Start. Von daher hätte es eigentlich wieder mal nicht besser für uns laufen können. Sind wir jetzt bei dem Drachen eigentlich schon, oder? Mhm.
Level 2. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ah, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten, das ist bitter. Hier können wir auf jeden Fall nicht in den Kampf gehen, seht ihr selbst. Hier müssen wir noch ein paar Minuten warten, bis da wieder was geht. Von daher hoffe ich natürlich, dass ihr im nächsten Let's Play wieder mit am Start seid und zuguckt, was hier geht, ob wir hier eine Chance haben oder nicht. Also keine Ahnung, keine Peilung. Wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.